Und niemand wusste, was das Rotkäppchen da eigentlich vergraben hatte. Etwas von galaktischem Ausmaß. Magische Bohnen. Über tausende Jahre hinweg verschwand der Märchenwald und an ihrer Stelle wurde eine Stadt namens Aachen errichtet, unter der die Bohnen immer noch zwischen den Wurzeln eines Baumes schlummern, wo der Uhu stets dreimal ruft. Da bin ich mal auf deine Ausrede gespannt. Warum du meine scheiße Garten kaputt gemacht hast? Ich bin ihr Gärtner. Oskar? Ja, genau, Oskar. Oskar! 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 Es gibt keinen Oskar. Ich grab die Löcher auch wieder zu, versprochen. Was ist das? Ist das Sparky? Hast du Sparky ausgegraben? Sparky wer? Sparky, mein Lieblings-Shisha-Tabak. Ach so, ich dachte schon, Sparky ist ein Hund. Ja, warte mal, jetzt ist Shisha-Tabak. Meine Frau hasst diese Tabak, weil es stinkt nach Hund. Sie macht sowieso viel zu viel Stress. Jetzt gib mir Sparky, sonst rufst du türkische Baklava Weidwurf ein, hä? Was machst du hier überhaupt in meinem Garten? Alles kaputt! Es sieht anders aus als es ist. Hör mir mal zu, ohne Anfall sage ich nichts. Was willst du tun? Weißt du denn überhaupt, mit wem du sprichst? Das ist mein Beruf, ich gebe professionell keinen Fick. Egal wo, wenn ich komm, wird ra-ra-ra-ra-ra-rasiert. Egal was du sagst, du willst bla-bla-bla-bla-bla-blamieren. Und krass wird sowieso bei le-le-le-legalisiert. Dass du ein Neschek bist, ist ga-ra-ra-ra-ra-rantiert. Was liegt da unter deinem Gras? Ist das dein Shisha-Tabak da? Damit ist Sparky Hungeschmack, nicht wie die Achseln deiner Mom. Aber warum liegt Totenkopf neben deinem Tabak? Da sieht aus wie eine Frau, die du vor Jahren vergraben hast. Wo ist deine Frau eigentlich hin? Oder ist sie da? Was du mir nicht sagst. Moment, ich kann erklären. Ich bitte, das war ein Unfall. Vielleicht ist es ja ein Fall für den türkischen Baklava-Weitwurfverein. Ich bitte Sie, ich mache alles, was Sie wollen. Alles. Ja, jetzt nichts alles. Ich bin fumsig, ich habe im Kreuz. Aber dann behalte ich das hier. Okay. Okay? Okay. Guten Morgen, Herr Yildirim. Ich habe ihm was Schönes mitgebracht. Hallo, Oskar. Egal. Jetzt fehlt nur noch John. Du Himmelfisch! Tintenfischmann, Tintenfischmann, hallo, Tintenfischmann. Was? Spuck mal Tinte. Wenn du das noch einmal sagst. Das bringt Klicks, Bruder. Dann mach ich dir eine kleine Schwester. Juhu, eine Schwester. Ich hasse mein Leben. Ätzender Typ. Was ist das? Apfelsaft. Gönn mal Apfelsaft. Fass meinen Tentakel nicht an. Was geizst du so? Bin mal schiffen. Verdammten Dreckskinder. Whenever you're lonely, just pick up the phone and call me. I'll be there. Was gaffen Sie hier in mein Zimmer? Ich wollte es ja schon immer, dass ich... Also... Wie bitte? Toilette. Wieso? Ich suche die Toilette. Wie perverser. Frau Wallos, dem Tino geht's nicht gut. Tino, Schätzchen, was ist los? Der dicke Mann, der hat dem Tino Apfelsaft gegeben, aus dieser Flasche hier. Was geben Sie da meinem Sohn? Apfelsaft? Muss Tino jetzt sterben? Tino riecht wie mein Papa. Ich hab doch gar nichts gemacht. John! Ja, ich bin's. Oh Gott, ein zweiter Perverser. Wie hast du mich gefunden? Ich hab dich getrackt, Bro. Getrackt? Oh, du fiederst mich an. Hä, warum? Hau ab, Ju. Die letzten 2,5 Jahre waren die besten meines Lebens. Ich hab jetzt eine Familie. Spiel einfach mit. Fassen Sie mich nicht an, Sie Psycho. Sag Daddy zu mir. Daddy! Nein, du nennst sie nicht so. Ich brauche dich, John. Das reicht, ich rufe die Polizei. Ja, genau, ruf die Polizei, Schatz. Es
reicht. So, mit welchem Buchstaben fängt allerbeste Freunde an? Was willst du von mir? Womit fängt allerbeste Freunde an? Mit A. Wie schmeckt dir? Jetzt hast du morgen einen Kater, sag ich und setze den Becher an den Mund. Ein Kasten am Morgen, ich bin direkt startklar. Ich war schon mit 12 so blau wie die Schlümpfe. Leben ist langweilig, ganz ohne Sünde. Wärst du der Genie und hätt ich drei Wünsche, B&B und deine Mutter in Strümpfen. Hier muss ich probieren, hab noch genug frische Zellen im Hirn. Erst saufen, dann kotzen, dann Kater kapiert, weil das Konter wie Herz und die Leber trainiert. Ich extras Buffet und Rave auf dem Tisch, hab in neuer Ruby Bubble gepisst. Kannst du das glauben, du warst mal Gist, deine Schwester wurde in eine Socke gespritzt. Ein Tornado und wir kommen in Fahrt, ja, der zweite ist am Start und der dritte ballert hart. Vier Tornados oder waren schon acht, zünd sie an die ganze Nacht und dann liegen wir im Grab. Das ist der beste Geburtstag ever, danke. Small. Hier, für dich. Oh mein Gott, Tino hat gelacht. Tino hat noch nie gelacht, seit sein Vater Querdenker geworden ist. Er Tino das Blut 1000 katalanischer Mauereidechsen injiziert hat und jetzt im Darm eines eingefrorenen Mammuts lebt, um sich einer unentdeckten Virenkolonie anzuschließen. Ja, wir sind wieder back. Enchanté. Komm weg mit dir! Soldat. Ach, du hast meinen letzten Euro für dieses scheiß Kostüm ausgegeben und keinen Cent verdient. Und was ist das hier? Eine Ukulele! Scheiß drauf, John. Ich weiß, wie du, wir reich werden. Damit können wir die letzten Hauptvideos finanzieren. Ja, schön wär's. Aber immer wenn du irgendwo auftauchst, passiert mir irgendwas Schlimmes. Ich verspreche dir, dieses Mal nicht. Oh. Guten Morgen! Guten Morgen! Warte mal, es ist fast abends. Ah. Oh, shit. Alles okay? Cool. Scheiße, hey, hast du wehgetan? Nein, passiert mir ständig, genau an der Stelle. Das war mein Auge. Ich weiß. Willst du dich nicht entschuldigen? Wegen Entschuldigen, die Sache ist so, als ich 4 war damals, als mich das erste Mal jemand Julia genannt hat, keine Ahnung wieso und ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war. Auf jeden Fall bin ich da in den Brunnen gefallen, so komplett mit Brennnesseln voll und da ist ein Mann aus dem Wald cool gekommen. Cool Story, Bo, aber John, stell dir vor, ich habe herausgefunden, wie man magische Bohnen züchtet. Und wir haben uns immer nur in Scheiß geritten. Ah, hast du eine Ukulele bekommen? Ich scheiß auf die Ukulele. Kann ich sie dann haben? Fass meine Ukulele nicht an. Überleg doch, John, wir haben die Bohnen immer nur eingesetzt, wenn wir in Schwierigkeiten waren. Dieses Mal würden wir ganz bewusst damit mittelmäßige Songs produzieren. Durchschnitt ist die Cashcow von heute. Bist du dabei, John? Wenn ich reich wäre, müsste ich den Kackjob nicht mehr machen. Dann kaufe ich euer Haus und dann nennt ihr mich beide Daddy. Daddy! Wenn ich reich wäre, dann würde ich mir voll gerne einen Heißluftballon kaufen, damit auch Vögel meine Zeitungen bekommen. Wir brauchen einen Ort, wo wir die Bohnen züchten können. Irgendwas Abgelegenes, eine Scheune oder so. Ich kenne da jemanden. Was? Wo? Ich fahre da mal bei meinem Zeitungsjob vorbei. Das sind ganz nette Menschen. Die loben mich immer für meine blonden Haare. Blondie nennen die mich. Ja, wo? John, gib ihm das Ding. Echt jetzt? Das mach halt was. Und wo ist diese Scheune jetzt? Ariastraße, Haus Nummer 88. Ah, schon so spät. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Nee, hier rum. Was mit deinem Fahrrad? Ach, brauche ich nicht. Ich folge einfach meiner dünnsten Schnur der Welt. Die bringt mich immer nach Hause. Schönes Wochenende. Es ist Mittwoch. Oh Mann, Ariastraße 88 klingt ein bisschen sass. Nein, sind liebe Leute, wie diese Julia gesagt hat. Oh, hi. Hi. Schicke Wohnung hier. Auch cool von Inneneinrichtung her. Sehr deutsch. Ja, mag ich. Deutsche Flagge. Schöne Flagge. Sehr schöne Flagge. Und schön. Deutscher Adler. Oh, super Tier. Mein Lieblingstier. Super Tier. Wir sind auch deutsch. So speziell deutsch. Wie ihr. Make Germany great again. Wir sind Rechtsextreme? Was soll das? Wir sind keine Rechtsextreme. Nur wegen unserer brasilianischen Flagge? Außerdem ist das ein Hund. Wir sind eine Selbsthilfegruppe. Für was? Haarausfall? Sag das Wort nicht. Hä? Was meint ihr? Das Wort! Fangen wir nochmal von vorne an. Julian, hi, ich heiße Julian. Wir wollten eigentlich nur fragen, ob wir eure schicke Scheune mieten dürfen. Aber günstig. Ja, wir sind nämlich hart pleite. Ha? Schon wieder das unerlaubte Wort? Ungebeten in mein Haus, macht uns fertig und jetzt wollt ihr was von uns? Nein, die Sache ist so. Ja, was? Das sind auch nicht unsere echten Haare. Ja, genau. Joe, was laberst du? Ja, wir sind oben auch kahl, ging schon ganz früh los bei uns. Die sehen aber ziemlich echt aus. Also meine sind eigentlich auch echt. Nee, schaut mal. Ja! Es ist so gut schon. Es ist für uns beide schwer.
bei uns seid ihr richtig. Für was braucht ihr denn unsere Scheune? Also wir verkaufen Bohnen, magische Bohnen, um Spenden zu sammeln für Haarbedürftige. Ich meine Schopfbedürftige. Und wir brauchen einen Ort, um die Bohnen in sicherer Umgebung zu züchten. Man merkt, ihr seid ehrliche Menschen. Das ist das einzig Wahre. Ja genau, wir haben auch Glatzen. Und diese Perücken tragen wir immer nur tagsüber. Eigentlich hasse ich Frisuren. Heinrich, mach mal lauter! Haare, das Wichtigste im Leben eines Mannes. Was bist doch du? Der sieht mir ein bisschen ähnlich so, aber ich kenne ihn nicht. Nee, keine Ahnung. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Julian Fagina. Oh Gott. Das ist der schlimmste Part meines ganzen Dunstlebens. Nein, nein, nein. Du bist doch gerade erst Vater geworden. John, wir müssen deeskalieren. Jetzt! Wir sind stolz auf unsere Glatzen! Keine macht den Haaren! 70-30, die klingt gar nicht mal so fair. Aber weil wir euch fälschlicherweise für Rechtsradikale gehalten haben, ist das dann doch ein fairer Deal. Genau. Und außerdem bekommt ihr noch Heilerde und Reisdünger dazu. Da wächst das Gras immer schön nach rechts. Sass! Funktioniert. Sie wachsen schneller als gedacht. Von hier aus können wir unser Bohnenimperium aufbauen. Kannst du mal aufhören zu rauchen? Ich bin alt genug. Boah, das stinkt aber. Neuester Shisha-Tabak. Sparky heißt der. Schau mal, was ich entdeckt habe. Hinter jeder Bohne steckt ein Musiker. Wissen wir. Check. Aber da muss doch viel mehr dahinter stecken. Ja, dann finden wir es heraus. Aber bevor wir wieder alle Bohnen verlieren. Ja, den Glatzen traue ich auch nicht so ganz. Ja, wir sollten immer eine Bohne safe haben, so als Checkpoint. Aber wo sollen wir die verstecken? Ah, ich dir, du mir? Danach ich dir, du mir? Ja. Hier drin wird niemand suchen. Ah, nicht so tief. Ah, was, wenn die sich aktivieren? Das ist eine fucking Razzia! Was machen die da? Hey, no king shaming. Scheiße, die Drogen sind von einer üblen Sorte. Drogen? Nein, sie verstehen das falsch. Pommes Mayo, ich bin heilfroh. Verdammt, ein Rechtsradikaler! Nein, Rainer, du bist gerade erst Vater geworden! Ihr seid verhaftet! So, schnapp dir Boden! Sie weinen! John, alles okay, Bro? Werde ich jetzt sterben? Nein, das wird nur eine Beule. Bevor ich gehe, muss ich dir noch eine Sache beichten. Du wirst davon nicht sterben! Bruder, das ist meine Beichte. Hab unsere Serie weitergeschaut ganz alleine. Und deinem Vater gesagt, die Kippen waren deine. Und dass deine Ex einen neuen hat, wusste ich seit dem ersten Tag. Doch ich nehm nichts mit ins Grab, meine Beichte. Dass ich mit deinem Insta meine Fotos like.
abgelacht, doch deine Jokes waren immer scheiße. Ja, bitte sei jetzt stark, ich war gestern Nacht mit deiner Schwester in love. Ja, ich reich. Weißt du noch, als du umgezogen bist, denn den sechsten Stock? Ich war nicht krank, sondern hatte halt nur echt keinen Bock. Dein Controller, der bei dir daher plötzlich verschwunden war. Ich beichte, das ist mein Player, du schon seit 100 Jahren. Frag dich, willst du ein Kaugummi, aber wegen Mundgeruch? Mit deiner Zahnbürste hab ich mir mal die Schuhe geputzt. Und dein Netflix-Account wird von der ganzen Schule benutzt. Wenn ich schwarz fahre, sag ich deinen Namen im Bus. Wo sind sie hin? Mission failed. Was? Ist doch deine Schuld, dass wir uns gefunden haben. Ich schieb das jetzt nicht auf mich. Du hast noch nie was von NordVPN gehört, oder? Nee, was ist das? Irgendwas mit Eisbergen? Fast richtig, aber da du es nicht kennst, ist deine Schuld, dass wir uns gefunden haben. Come on, warum ist das denn jetzt schon wieder meine Schuld? Du hast keine Ahnung, wie viele Leute dich über dein Handy ausspionieren, oder? Ich habe da letztens gesehen, wie du danach gegoogelt hast, wie man Pflanzen heimlich in der Scheune anbaut. Ich wollte mich halt nützlich machen. Junge, du bist total unsicher im Netz. Auf deinem Phone, auf deinem Laptop, überall gibt es Hacker. Malware, gefährliche Webseiten. Weißt du noch, wie ich vor einem Monat gehackt wurde? Darum nutzt man einen VPN. Und NordVPN ist nun mal der King auf dem VPN-Markt. Bro. Hast du gerade Werbung? Ja, check es selbst mal aus auf nordvpn.com/studienbam. Du hast nichts zu riskieren mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das klingt echt gut, aber es hilft uns gerade auch nicht weiter. Ey, was hast du vor? Ja, was wohl? Ich hol mein Oktopus-Kostüm zurück. John, nein, hör mir zu. Nein, die Bohnen können wir jetzt eh nicht mehr benutzen, um berühmt zu werden, sonst findet uns die Polizei. Was ist, wenn wir die Bohnen gar nicht nehmen? Wow, cool, Joe, danke. Ja, aber halt jemand anderes. Jemand, der nicht viel hinterfragt. Jemand, den jeder sofort ins Herz schließt. Jemand, den man ausbeuten kann. Jemand, der sowieso singen will. Ja. Was? Was? Chicken Nugget! Hab keine Zeit mehr! Für den Scheiß, den du schreibst, denn ich weiß, ich bin mad mehr! Hier, mein Kind. Danke. Hat Ihnen das Lied gefallen? Nein, damit du aufhörst. Boah, Hauptsache, sie singt nie ohne Bohne, sonst fliegen wir sofort auf. Komm. Wow, das klingt voll schön. Wir würden dich gerne unter Vertrag nehmen. Schade. Was denn? Ihr lügt. Sehe ich immer, wenn sein Auge so zuckt. Wir könnten dich aber zu einem Star machen. Ich meine, schau uns an. Wir können auch nichts. Aber wir haben einen geheimen Trick, der uns ultra krass macht. Bist du dabei? Ja, nee. Ich bin so anti-MDMA. Dafür werde ich immer so ein bisschen... War aber trotzdem schön, euch wiederzusehen. Ey, meine Gäste fühlen sich gestört von deinem Scheißgesang. Bei dem Song haben sich meine Eltern scheiden lassen. Gerade eben. Danke für den Tinnitus. Ich wollte nur mal 5 Minuten hier meine Ruhe haben. Ich habe zu Hause schon einen stressigen Sohn. Den hier. Jetzt wirf die Alte mal raus. Ich bin der Udo und der Junge sieht wirklich sehr stressig aus. Du hast es gehört. Schluss damit. Sie Kunstbanause. Das ist meine Ukulele. Lass los. Ah, cool, MDMA. Hier kommt Jay mit der Boombox. Auf Replay, weil der Beat bockt. Wie oft noch? Ich bin der Boss, aber bleib am Boden wie Crocs. Punchlines sind mein Standardskill. So wie Leon Mosher im Ring zu killen. Deutsche Tiger anders will. Sollen wir das nicht direkt filmen? Stimmt. Ich bin cool und fresh, wie das weiß auf Google Maps, yeah. Du bist wack, auch mit der Golduhr und Cash. Ich bin cool und fresh, wie ein Tiefkühltrunk-Geschäft, huh. Full on crack, was ich mach ist purer Flex. Wie aus dem Nichts landet Julia in den YouTube-Trends und hat jetzt schon mehr Klicks gemacht, als ich mit all meinen Videos zusammen. Also für sie würde ich sofort das Ufer wechseln. Geil, aber wenn Julia jetzt noch das White Noise reversen würde, dann wäre es perfekt. Von Zeitungsausträgerin zum Rapstar in einer Woche. Das ist meine Erfolgsstory. Das muss ich sofort meinem Freund erzählen. Er ist ein bisschen älter, aber die Liebe ist echt. Ich hab dir doch gesagt, du sollst mich nicht mehr anrufen. Fuck, jetzt muss ich meine Nummer wechseln. Er ist so süß. Ah, ist schon so spät. Ich glaube, ich gehe mal nach Hause. Mit meiner dünnsten Schnur der Welt.
Schau mal, John, hab ich mir von unserem ersten Cash gekauft. Der neue Eternal God Hoodie ist heute in den Shop gekommen, ey, nicht dein Ernst. Was denn? Ich hab ihn mir halt auch gekauft. Auch gekauft? Du hast mir nachgekauft. Oh. Ist doch egal, Mann. Aber ey, du hast recht. Es hat funktioniert. Das mit dem Bohnen, mit Julia. Ach. Jetzt müssen wir nur noch aufpassen, dass sie niemals ohne Bohnen singen. Oh. Was? Julia ist live. Schaut mal, was ich mir alles gekauft hab. Ihr wollt, dass ich singe? Ja klar, kein Problem. Sie singt. Also, ohne Bohnen. Ich. Ihr seid voll gemein. Ich will euch ja nicht bannen. Oh, jetzt habe ich euch gebannt. Tut mir leid. Ich habe gar keinen Stripper bestellt. Schneller, John. Mach hinne. Boah, die hat sich echt einen Heißluftballon gekauft. Solange wir nicht damit fliegen müssen. Komm jetzt, John. Hä? Die Tür wurde aufgebrochen. Julia! Julia? Oh, shit. Hallo? Julia! Was ist hier passiert? Oh Gott! Jude, guck! Das Geschenk von meinem Sohn! John, komm mal her! Guck mal! Wen haben wir entführt? Kidnapper? Wir? Oh, 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 Scheiße, Mann! Sie sind wieder zurück. Nachts alleine ohne dich mit den anderen Jungs. Ich hab deine Manga-Sammlung verkauft, das ohne Grund. Die Häufchen in deinem Garten, ja, das war immer mein Hund. Und gestern Abend hatte ich mein Handy gar nicht auf Sturm. Ich gab dir trotz einer Allergie Peanut Butter Sandwich. Dein Geburtstag kenn ich nur, weil du ein Facebook